Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Online-Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid und diesen Gottesdienst hört. Wir freuen uns, heute Morgen miteinander das Thema anzuschauen, hinterlässt mein Leben Segensspuren. Ich möchte zum Anfang beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du bei einem jeden bist, der diese Predigt nun anschaut. Ja, danke, bist du so treu. Danke, dürfen wir dein Wort betrachten, das uns im Alltag leitet, führt, das nicht nur für den Sonntag gilt, sondern auch gerade im Alltag uns Kraft und Mut gibt, Wegweisung. Und danke, schenkst du uns heute auch Wegweisung aus deinem Wort. Amen. Hinterlässt mein Leben Segensspuren. Es gibt ein schönes Männerchorlied, da kommt immer wieder im Refrain diese Worte vor, bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder ziehe ich für die Saat Furchen wie der Pflug. Dieses Lied hat mich immer wieder bewegt. Ja, was hinterlässt mein Leben für Spuren? Und ich möchte auch Sie, dich fragen, was hinterlässt dein Leben für Spuren? Es gibt so unterschiedliche Spuren. Wenn wir manchmal zum Himmel hochschauen, dann sehen wir die Flugzeuge, die so Kondensstreifen hinterlassen. Ist mein Leben so, dass es wohl Spuren gibt, aber die dann in kurzer Zeit wieder weg sind? Wir wollen uns von Gottes Wort ermutigen lassen, bleibende Spuren zu hinterlassen. Spuren, die nicht so schnell vergehen oder die überhaupt nicht vergehen, die Frucht bringen für die Ewigkeit. Wir lesen dazu eine Begebenheit, die Jesus, als er auf dieser Erde war, mit seinen Jüngern, mit seinem Volk erlebt hat. Wir lesen aus der Bibel, aus Lukas, Kapitel 9, Vers 11 bis 17. Da steht, als die Menge das merkte, zogen sie ihm nach, und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 zu ihm und sprachen, lass das Volk gehen, dass sie hingehen in die Dörfer und Höfe, ringsum und Herberge und Essen finden, denn wir sind hier an einer einsamen Stätte. Da sprach er zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mal mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für dieses ganze Volk Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich lagern in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich lagern. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und segnete sie, brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt, und es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Jesus wollte sich einige zurückziehen, und doch folgte ihm viel Volk. Das Volk hatte Begehren, seine Worte zu hören, seine Taten zu sehen, und da kommen so viele Leute. Und für mich ist interessant, in diesem Text, den wir gelesen haben, steht nichts von der Predigt, die er gehalten hat. Es wäre für mich interessant zu wissen, was hat dann Jesus gepredigt. Es muss ja sicher interessant gewesen sein. Aber in der Bibel ist eigentlich von der Predigt nichts aufgeschrieben, sondern nur von dem Praktischen, das sich dann ereignet hat. Und es hat mich schon selber auch, habe ich mir selber die Frage gestellt, ist dann mein praktisches Leben so wichtig? Ist so wichtig, wie mein Verhalten im Alltag ist? Und ich denke,
die Bibel, Gottes Wort legt einen sehr großen Wert darauf, dass unser Leben authentisch ist, dass wir nicht Sonntagschristen sind und dann an den Werktagen ein ganz anderes Leben führen, sondern dass unser Leben alltagstauglich ist, ein Leben mit Jesus im Alltag. Morgen bis abends, abends bis morgen in der Gemeinschaft mit Jesus. Es gibt ja ein Sprichwort, das aussagt, dein Handeln redet so laut, dass ich dein Reden nicht mehr verstehe. Ich denke, es ist besonders allen klar, was dieses Sprichwort aussagt. Unser Handeln soll mit dem Reden zusammenstimmen. Die Jünger stellen fest, dass es Abend wird. Und Jesus sagt dann so zu ihnen, oder die Jünger kommen zu ihnen, je nach Text, und sagen, ja, jetzt sollten wir Essen haben für diese Leute. Wir sind an einem einsamen Ort, haben wir miteinander gelesen, und die Leute müssen jetzt in die Dörfer gehen und Essen kaufen und irgendwo suchen zu übernachten. Und da sagt Jesus ein interessantes Wort. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Also hier waren mal Bedürfnisse, die Leute hatten Hunger. Die Leute brauchten auch Ruhe. Und so können wir uns fragen, sind auch heute Bedürfnisse um uns Christen herum? Ich habe nur da einige aufgezählt oder zähle einige auf, die mir so in den Sinn gekommen sind, Bedürfnisse in unserem Umfeld. Da ist meine Ehe, meine Familie, das sind Bedürfnisse, vielfältige Bedürfnisse. Das sind ältere Leute in meinem Umfeld, in der Gemeinde. Das sind Leute, die Ermutigung brauchen. Das sind Menschen in Krisen. Eltern, die überfordert sind mit ihren Kleinkindern. Eltern, die überfordert sind mit ihren Teenies. Eltern, die Leid tragen über ihre Kinder, die Wege gehen, die sie nicht verstehen können. Das sind Singles, die sich allein fühlen. Singles, die sich nicht verstanden fühlen. Das sind Frauen oder Männer, die kranke Ehepartner haben, die vielleicht sogar im Pflegeheim sind. Das sind Witfrauen und Witwer. Teenies, die die Welt nicht mehr verstehen. Die Kopf steht für sie. Das sind Kinder, die Liebe und Nestwärme suchen. Und so weiter und so weiter. Also wir merken, in unserem Umfeld sind auch ganz viele Bedürfnisse. Und Jesus sagt jetzt zu den Jüngern in dieser Geschichte, gebt ihr ihnen zu essen. Und ich habe mich so gefragt beim Vorbereiten, bin ich bereit, ihnen Essen zu geben? Oder geht's mir wie den Jüngern, die sagen, ja, wir haben ja nichts, wir haben ja nicht genug. Schickt sie in die Dörfer und holt ihnen Essen. Und es hat mich so bewegt beim Nachdenken. Gott hat uns wunderbare Gaben gegeben, wunderbare, ja, Aufgaben gegeben, aber lasse ich meine Mitmenschen verhungern. In dieser Geschichte kommt dann ein Jünger und sagt, es ist jemand hier, der hat 5 Brote, und 2 Fische. Ich habe hier 5 Brote mitgenommen und 2 Fische. Und da sagt dieser Jünger zu Jesus, aber was ist das schon? Was ist das schon, wenn so viele Menschen da sind? Wir haben gelesen, es sind 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also eine große Menge ist hier und
das reicht ja nirgends hin. Ich habe vorhin diese Aufzählung gemacht von Bedürfnissen, die uns umgeben. Und vielleicht denkst du, denken sie, ja genau, so ist es. Es sind viele Bedürfnisse, aber ich habe ja keine Möglichkeit. Das, was ich habe, das reicht nicht. Meine Gaben, die kann ich ja gar nicht einsetzen. Hat mir mal jemand gesagt, meine Gaben, die ich habe, die kann man in der Gemeinde gar nicht gebrauchen. Ich habe noch keine Gaben gefunden, die Gott einem Menschen gibt, die man in der Gemeinde nicht brauchen kann. Aber oft kommen wir uns so vor. Und die Frage ist dann, lasse ich mein Umfeld verhungern? Oder bin ich bereit, mich einzugeben in meinem Umfeld mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat? In einem anderen Evangelium, im Johannesevangelium, steht in dieser Geschichte, dass diese 5 Brote und 2 Fische von einem Jungen kommen. Also ein Jüngling hat diese Brote und Fische mitgenommen. Ich weiß nicht, für seine Familie vielleicht oder so, das steht da nicht. Aber er hat sie mitgenommen. Und er hat sie dann abgegeben. Abgegeben an Jesus. Und stellt euch vor, jetzt sind diese 5 Brote und 2 Fische bei Jesus. Immer noch die große Menge von Menschen. Und jetzt nimmt sie Jesus, segnet sie und lässt die Leute sich lagern und dann verteilen die Jünger dieses Brot. Und ihr müsst euch das bildlich vorstellen. Da gehen die Jünger durch die Reihen zu diesen Gruppen von Menschen, die sich gelagert haben und brechen da Brot ab. Die nehmen so ein Brot und brechen ab und teilen von den Fischen aus, nehmen so einen Fisch mit. Hat ja nur 2, also da können es nicht so manche sein, der da verteilt hat. Und der bricht von diesem Fisch ab und verteilt und der wird einfach nicht kleiner. Und schlussendlich in dieser Geschichte werden alle Menschen satt und dann hat es noch 12 Körbe übrig. Und stellt euch vor, manchmal ist ja die Bibel interessant, dass sie ganz kleine Details erwähnt. Und auch in dieser Geschichte, im Johannesevangelium zum Beispiel, steht, dass an diesem Ort, wo sie waren, hohes Gras war. Und da können wir uns vorstellen, beim Zusammennehmen von diesen Brocken, also da konnte man nicht auf einem glatten Boden mit dem Besen die Brosamen zusammenwischen, sondern da waren wirklich noch Brocken übrig, die man im hohen Gras noch sah und zusammennehmen konnte. Das macht für mich das Wunder noch größer, oder? Ja, was will diese Geschichte mir, uns heute sagen? Jesus will deine Brote und deine Fische segnen und gebrauchen. Ich erlebe immer wieder und habe das auch selber in meinem Leben erlebt, enttäuschte Christen. Wisst ihr, Christen, die setzen sich ein, die setzen sich ein in ihrer Nachbarschaft, die setzen sich ein in der Gemeinde, die bringen ihre Gaben ein und sind irgendwann enttäuscht, weil so wenig zurückkommt, weil so wenig Dank zurückkommt zum Beispiel, weil sie von diesem, das zurückkommt, nicht leben können. Und ich möchte dir sagen, du wirst nicht leben können von dem, was zurückkommt, wenn du deine Gaben von dir aus selber einsetzt. Und hier ist das Geheimnis dieser Geschichte, das mir so wichtig ist. Wisst ihr, hier haben wir gelesen, dass dieser Junge diese Fische
und diese Brote abgegeben hat. Er hat sie an Jesus abgegeben, Jesus hat sie gesegnet und daraus wurde ein riesengroßer Segen. Viele Menschen profitierten und auch dieser Junge, da bin ich überzeugt, auch dieser Junge oder seine Familie wurde satt. Und da liegt für mich das Geheimnis dieser Geschichte. Bin ich bereit, meine Gaben, die Jesus mir persönlich gegeben hat, einzusetzen? Wisst ihr, in diesem Sinn, dass ich sie Jesus abgebe. Dass ich meine Gaben, mein Leben, das ganze Leben, aber auch, das schließt auch meine Gaben ein, die mir Gott gegeben hat. Sei jetzt das ganz praktische Gaben meinem Nächsten gegenüber, sei das Gaben, dass ich zum Beispiel singen kann oder dass ich eine Gabe habe, mit alten Menschen umzugehen, mit Kindern umzugehen und so weiter. So vielfältige Gaben hat Gott in unser Leben gelegt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, diese Gaben an Jesus abzugeben. Stellt euch vor, wenn Gott diese Gaben dann segnet. Wie in dieser Geschichte, die wir gelesen haben. Da kommt ein Vielfältiges raus. Wenn dieser Junge gedacht hat, ja, ich könnte ja diese Brote, diese zwei Fische in meinem Umfeld verteilen, oder? Dann hätten ihm wahrscheinlich alle auf die Schultern geklopft und Danke gesagt. Die 20 Leute vielleicht 30 Leute, die sich genährt hätten aus diesen Broten und diesen Fischen. Aber er hat es nicht so gemacht, sondern er hat sie Jesus gegeben. Und da wurden Tausende von Menschen satt. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in der Geschichte und wieder unsere Bedürfnisse oder unser Umfeld von Bedürfnissen anschauen, dann könnten wir jetzt nochmals die ganze Liste durchgehen. Ehe und Familie, ältere Leute, die da sind und Bedürfnisse haben. Und wisst ihr, du hast Gaben. Sie haben Gaben bekommen, für mit solchen Menschen unterwegs zu sein. Und du gibst deine Gaben an Jesus ab. Jesus segnet diese Gaben. Und ich kann dir versichern, ich habe es selber und erlebe es selber immer wieder. Wisst ihr, der Segen fließt bei den Menschen und der Segen kommt zu dir, zu mir persönlich zurück. Ein erfülltes Leben. Ein Leben in Dankbarkeit. Ein gesegnetes Leben. Da könnte man weiter aufzählen. Die vielen Sachen, die wir hier gelesen haben, die Bedürfnisse, die sind, Eltern, die Leid tragen, Eltern, die überfordert sind mit den Kindern und so weiter, Singles, die einsam sind. Du hast Gaben, fein zu kochen zum Beispiel. Gibst diese Gabe an Jesus ab und Singles fühlen sich nicht mehr einsam, weil sie mal bei dir eingeladen sind. Kranke Menschen werden besucht. Teenies haben Kolleginnen, Kollegen, wisst ihr, Menschen, die sich für sie interessieren und so weiter und so fort. Ich möchte noch ein ganz praktisches Beispiel erzählen. Vor einiger Zeit, ist jetzt schon vielleicht 3 Jahre her, da habe ich eine Anfrage bekommen von einer Frau, die sich bekehrt hat, aus der Welt bekehrt hat. Sie möchte gerne einen evangelistischen Grundkurs, einen Bibelgrundkurs besuchen. Ob ich in der Nähe etwas habe. Ich habe dann geschaut und es war da nicht gerade die Möglichkeit, dass ich einen Kurs selber machen konnte. Aber diese Frau wohnte ganz in der Nähe von unserer Tochter.
Und ich habe dann meiner Tochter angerufen, einer unserer Töchter, und habe ihr gesagt, du, ich habe dir eine Aufgabe. Du könntest einen evangelistischen Grundkurs machen. Habe eine Frau, die sich bekehrt hat, die gerne einen Grundkurs macht, das wäre etwas für dich. Sie hat dann gesagt, Papa, das geht nicht. Nein, das kann ich doch nicht. Ich kann doch nicht. Ich weiß das selber dann nicht, wenn da Fragen kommen und so weiter. Ich weiß doch die Antwort nicht. Ich habe sie ermutigt und habe gesagt, bete dafür, Gott gibt dir Weisheit. Und ich stehe dir gerne bei, wenn du dann Fragen hast und so, dann unterstütze ich dich. Aber mach den Schritt. Sie hat es dann gemacht, mit ihrem Mann zusammen. Und sie hat mir später dann mal gesagt, Papa, das war der beste Rat, den du mir mal gegeben hast. Sie habe selber so viel profitiert. Und ich möchte dich einfach ermutigen, deine Gaben einzusetzen. Bring deine Fisch, auch wenn es nur einer ist, und deine Brötli, wenn es dich dünkt, es sei vielleicht nur zwei, bring sie zu Jesus. Bring sie zu ihm. Er wird sie segnen. Und dein Umfeld wird gesegnet sein und auch du wirst gesegnet sein. Du wirst nicht enttäuscht werden. So, wenn du deine Gaben selber einsetzen würdest und dann enttäuscht bist, weil so wenig zurückkommt. Jesus erfüllt dein Herz. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, möchte ich sie ermutigen. Gib das, was du hast, und Jesus segnet es. Und stell dir mal vor, welche Frucht aus deinem Leben entstehen kann, wenn du deine Gaben, deine Fische, deine Brötli einsetzt für Jesus, mit Jesus, und er sie segnet. Dein Leben wird Segensspuren hinterlassen. Ich möchte nochmals diesen Liedervers, diesen Refrain von dem Männerchorlied lesen. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder zieh ich für die Saat Furchen wie der Pflug? Wenn du deine Brötli, deine Fische an Jesus abgibst, dann wird dein Leben Spuren hinterlassen wie der Pflug im Acker. Spuren des Segens, die bleiben. Und nicht wie ein Flugzeug, das nur Kondensspuren hinterlässt, die so vergehen wie ein Dampf. Gott möge sie, möge dich segnen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute aus dieser Geschichte lernen dürfen, dass wir alle lernen dürfen daraus, welchen Segen du uns schenken willst, wenn wir bereit sind, unsere Gaben, unser Leben dir ganz zu weihen und du es segnest. Dein Segen über uns kommt, dein Segen über unser Umfeld kommt. Danke, Herr Jesus, für deine Treue, für deine Güte. Amen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Zeit und viel Freude mit Jesus. Viel Freude im Blick, dass ihr und ich und wir alle unsere Fische und unsere Brote Jesus geben und erleben dürfen, wie er sie segnet. Amen.